Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival mit dem, ihr seht ihn schon, Brüste besitzenden Pappnase. Hallo, mein Name ist Pappnase. Nein. Abonnier mich! Ach so, jetzt. Es war schon so halb im Blick. Ja. Okay, wir haben angefangen, unser Raumschiff zu bauen. Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge mitbekommen, der Pappner hat weiter gebastelt, er hat es auch umgepackt, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ach, ich trau mich nicht. Er hat weitergebaut und ich zeig's euch. Alter Schwede, ein Riesengerät hat er gebaut. Ja. Da und Base BR ist irgendwie durch Zufall entstanden oder was? Was ist das denn? Das habe ich keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall... Wir haben tatsächlich eine Folge aufgenommen gehabt, die mussten wir dann aber abbrechen, weil irgendwie der Server die ganze Zeit nur rumgebuggt hatte. Ich hatte irgendwie Connection-Probleme. Und als ich dann letztendlich vom Server runtergegangen bin, wo Tim gerade dabei war, sein Video zu bearbeiten, das er aus Versehen hochgeladen hat mit der komischen Titelbeschreibung, bin ich runtergegangen. Und das hat sich aus Versehen veröffentlicht. Oh nein. Alles gut, war nur mein Helm. Okay. Und ja, da stand dann dieses komische Gebilde. Ja, aber das hast du doch echt... Hast du das gebaut, oder was? Nein, guck doch mal, wie groß das ist. Das ist doch schon völlig unmöglich. Das ist Base BA. Warum? Kann man da rein? Ey, warte mal. Da kann man rein. Ey. Falsche Fraktion? Hä? Ey. Was, ey? Das hier habe ich unten gebaut. Das hier habe ich echt unten gebaut. Ja. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es gerade auch nicht. Also, wenn ich das jetzt mal beschreiben darf, der Server... den wir hier aufhaben, der ist über Tangle und dadurch über Empyrean dann gehostet. Der ist nicht immer online, heißt also, es könnte eigentlich kein Fremder einfach so draufkommen, geht gar nicht. Ja, ist das dein Schiff, kann das sein? Weil ich sehe zwei von diesen RCS. Hier ist aber auch ein Dings drauf. Ich darf an nichts dran, weil das ist ja gar nicht unser Gore. Pass auf, ich erkläre euch das mal kurz. Dieses Gerüst kann man ja nicht einfach irgendwo dahin bauen. Das heißt, ich musste so eine Base machen. Und diese Base, zeige ich euch, war dieser Teil hier. Diese Blöcke, die ihr hier seht. Da mit dem Chor und einem Generator und diesem Tank. Und ich habe hier eine Lampe dran gemacht. Eine Lampe. Nämlich die. Und die ist einfach jetzt da. Und es scheint mir so, als wenn das Spiel oder was auch immer irgendeine höhere Macht Cockpit und so an diese Base dran gebaut hat. Es ist doch ein funktionstüchtiges Schiff. Guck mal, ja, Düsen vorne hat sogar Waffensysteme dran. Ich weiß. Lampen? Ich verstehe es nicht. Aber es ist mit dem Gerüst verbunden. Ich rall das nicht. Was hast du getan? Was hast du getan? An internal error occurred. Wenn ich da dran klicke... Der sagte falscher Gore. Also, nicht der Fraktionsgore. Wo ist denn der Gore? Können wir den austauschen? Dann können wir das Ding vielleicht fliegen. Der ist da unten. Da ist er. Aber das ist eigentlich der Core von meiner Base. Warte mal. Noch nicht abmachen. Nein, ich mach nix. Ich geh mal eben kurz hier oben drauf. Oh, das ist ja rein technisch. Jetzt drück ich mal Y. Was hast du denn jetzt angemacht? Die Base habe ich angemacht. Guck mal, das ganze Schiff leuchtet. Ich bin total verwirrt, also ich weiß nicht, was ich das auch, soll. Ich auch, ich verstehe es nicht. Tim, ich muss mir jetzt mal dein Schiff angucken. Wir konzentrieren uns die ganze Zeit nur auf diesen Puppelhaufen. Was? Wie hast du das überhaupt umgeparkt? Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe, das stand ja oben. Oh, ich bin vor Hunger gleich. Hier ist ein Gore, hier ist auch noch ein Gore. Wo? Ja, hier drin, hinter dem Pilotensitz, also den. Wo du das Schiff dann steuerst. Alter, wie groß wird das denn? Naja, ich habe ein Triebwerk hinten dran gemacht und zwei Reaktionstriebwerke und bin dann einfach vorwärts geflogen auf dieses Gerüst, was ich natürlich vorher schon gebaut habe. Ja, gucken wir mal hier. Das hier soll eigentlich das Hangar werden. Mhm. Oh. Oder der Hangar? Nein, das ist das hier der... kommt natürlich weg. Was denn? Ja, aber hier ist doch das Cockpit. Hier ja, oben. Das kommt nach oben. Okay. Oh Gott, du planst wieder mal mehr als ich. Ja. Wir haben wieder einen schön viel Platz für 260 Schiffe. Und Tim fliegt Alter.
So, hier habe ich mir gedacht, komm so, Gärtchen hin, ein Den paar Papasen darf Blümchen. man auch nicht alleine lassen, ne? Der fängt sofort an rumzuspinnen, hier mit so einem gigantischen Sternzerstörer. Also unglaublich. Ja, hier kommt Maschinenraum 1 rein, also ich habe so zwei Main-Triebwerke hintere. Oh, Maschinenraum 1. wie hast du die alle gebaut? Wo haben wir die Materialien Maschinenraum her? 2. Ja, das habe ich gefunden. Nein, das habe ich natürlich in mühevoller Arbeit gecraftet. So, wir gucken uns mal diese T-Turbinen an hinten, Triebwerke. Ja, ich schwimme gerade. Hier Alter. fehlen mir Triebwerke. Bist Die du kann der, ich nicht. musst du denn so viele Triebwerke haben oder fliegt das auch mit ein? Hinten. Das fliegt wahrscheinlich auch mit einem. Boah, das sieht ja mega aus, ey. Ja, und für diese blöden Triebwerke braucht man aber dieses Neodymium, dieses braune Metall. Okay. Ich habe Das mir finde gedacht, wir finden das auf dem Mond auf jeden Fall. Haben wir gestern schon nachgeguckt. ich hab, kann mich nicht erinnern an gestern, ehrlich gesagt. Du weißt warum? Ja. Der Schlaganfall. Ja, ich war ähnlich an Schlaganfalls. Gut, dann, ja, wir haben da eine Hundebox an deinem Schiff gebaut. Jetzt weiß ich, kann mich wieder erinnern. Genau. Und dann wollten wir doch auf den Mond. Das machen wir heute auch, Genau. okay? Holen wir Neodymium. Da ist die Hundebox an seinen, ja, sehr stylisch angebracht. Ja, da kannst du schon reinhüpfen. Ich mach mal kurz hier mein Inventar leer machen. Ich habe So ein bisschen. Munition, ich habe ein Scharfschützengewehr. Was für eine Munition nutzen das? 12,7. 12,7. Oh, viel Schuss habe ich aber nicht. Können wir vielleicht noch ein paar Schuss machen? Was sehr stark, das Hatte Scharfschützengewehr. ich dich schon gefragt, ob du Abbau-Dings mit hast? Ja, habe ich. Ich habe drei Verdampferladungen und ein ganzes Apertool. Sonst wäre das Okay, ziemlich ich hätte doof, zum gerne Mond zu auch fahren. noch mal Verdampfer. Ja. Mit. Ein paar Schuss fürs Scharfschützengewehr. So. Oh, es dauert lange, Munition zu craften. Wie unfair, ey. Nur Ja. 5 Schuss voll lange. Ja, das Scharfschützengewehr sehr stark. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was ist das denn? 30 mm. Krass. Schon. So. 120 mm Rakete. Oh, was ist denn mit dir? Hunger, Hunger, Ich brauche auch Luft. Hunger. Hier, warte, warte, Luft ich kriegen wir hab. alle zum Schiff. Hier. Nee. Hier, Dings Kanister Süste. Ration hier, warte. Nein, keine Ration. Wieso haben wir eigentlich keinen Sauerstofftank hier, dass wir mal ein bisschen Weiß ich Sauerstoff. nicht. Den brauchst du auf Akua einfach nicht, ne? Nee. Ich meine, Ration schon alle aufgefuttert. Ist ja ein Ding. Erste Hilfe. O2 Stationen. Rot. Oh, die sieht anders aus, die O2 Station mittlerweile. Ja. Das sieht nicht mal aus wie die. Oh. Oh. Warst du das? Nee. Dann tun wir die rein. Hä? So. Kein O2 in Tank. Kein O2 Tank. Oh Mann. Es fehlt mir wieder alles. Mann. O2 Tank klein, Metallkomponenten. Wir haben hier einen großen. Was soll's? Ja, Metall haben wir ja genug, ne? Da haben wir ja vorgesorgt, dass Ja. wir Eisen haben. Oh, guck mal. Brauchen wir noch irgendwie Kaffee oder so? Brauchen wir aber eigentlich nicht. So. Ja, mein Sauerstoff sieht echt AA aus. Also ich muss unbedingt Sauerstoff haben. Kannst du oben am Schiff machen? Zu spät, ich habe jetzt schon eine O2-Anlage gebaut. Jetzt will ich den zu Ende machen. No. Ja, mach. Alles gut. Ist ja, glaube ich, egal, wo man die hinbastelt, ne? Ja. Nein, da stört sie. So, jetzt brauche ich nur Sauerstoff. Haben wir Sauerstoff? Ja, haben wir hier. Schon Da. drin. Ah, guck mal hier. Erst meckert er rum und dann nutzt er sie selber. Das Ja, ich musste mal gucken, ob das wieder so riecht. ist
Wir haben so jetzt überhaupt nichts mehr zu essen, ne? Gar nichts. Ne. Boah, ich habe ordentlich Luft weggepustet. Gucken, ob ich vielleicht irgendwas noch für unsere Reise killen kann. Magnesium. Oh, hier ist noch Magnesiumerz drin. Das verarbeite ich doch mal. Mach das. Das wäre zu schade. Während wir unterwegs sind, ist das ganz cool. 5 brauchen wir. 20 sind. Oh Gott. Ach, ich mache einfach eine Tonne. So. Fertig. So. Das ist meine Mathematik. Ich habe auch letzte Folge gesagt, irgendwie Scheiß auf Mathe. Und da sind ein paar Leute drauf angesprungen. Echt? Ja. Scheiß Mathe. Boah. Gibt das EP ist, die Dinger zu ernten? Heftig. Boom. Los, komm, Pappnase, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also diese Base BA, was da unten da entstanden ist, das macht mir ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Also warum ist da ein Schiff entstanden? Vor allen Dingen einfach aus dem Nichts. Ups. Warpsprung nur mit Cockpit eines großen E. Oh, okay. K, drück mal K, Pappnase. Okay, cool. Also wissen wir schon mal, wie der Warp-Antrieb funktioniert. Ja. Mit K. Dieses Schiff macht mich so ein bisschen stutzig. Sag mal, da ist ja alles dran. Aber der hat zwei ACS-Dinger dran. Warum? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, das ist, wenn das sieht tatsächlich so aus. Für mich sieht das so aus, als wenn irgendjemand heimlich auf den Server gekommen ist und das Teil da dran gebaut hat. Aber Was wieso natürlich nicht geht. sollte Denn sich du einer so kannst. viel Mühe geben, was völlig Sinnloses dahinzustellen? Ne, das ist sogar flugbereit. Guck das doch mal an. Ja, aber du kannst, guck mal, allein schon die Tatsache, ich meine, das ist eine Base. Ja. Du kannst an eine Base kein Cockpit dran bauen und Doch, auch kein Triebwerk. hier ist eins dran. Ein Ich Riesen, weiß. riesen Ich Cockpit. weiß. Also, ey, wir müssen unbedingt den Gore auswechseln. Das Ding, das fliegt. Kein Scheiß. Boah, ich sehe gerade die Sterne. Also unglaublich. Wir machen wieder eine Folge, wo wir nicht ein Mikromü verändern, ne? Aber trotzdem, ich hoffe, es Ja, also ist trotzdem ich, nein, interessant. also ich bin quasi fertig. Okay, ich bin satt. Du Bring, kannst nimmst du zum ein Beispiel bisschen. schon mal ins Schifflein reingehen. Nein, soll ich denn dann drin sitzen und warten? Weiß ich nicht. Ich hab doch irgendwas da, hier. Munition habe ich gecraftet. Dass wir uns ein bisschen verteidigen können, wenigstens wenn wir auf dem Mond sind. Der Mond ist nämlich ganz schön gut besucht. Wir waren nämlich schon mal Ja. dran. Hier ist ein Gore. Ey, ich wechsle den Gore einmal aus. Mach Hast das. du ein Abbautool? Kannst du das benutzen? Komm. Ja. Komm, wir machen das jetzt. Das müssen wir ausprobieren. Okay. Der Gore war ja unten drunter, dass wir an den Cockpit ran dürfen. Jetzt Aber ist die ich kriege einen Frage. Internal Error, wenn ich da dran gehen will. An das Cockpit. Ernsthaft? Ja. Also, man sieht einen jetzt ja im Cockpit. Man ist ja, das ist ja auch neu an dem Patch, an den letzten. Es geht. Hey? Sieht voll seltsam aus, ne? Okay. Tim, ich habe ganz im Ernst, wenn du in dieses Cockpit einsteigst, habe ich Angst, dass der komplette Server abschmiert und unbrauchbar wird. Nein, glaube ich nicht. T. An Internal Error. Continue. Ja. Ich versuche mal einzusteigen. Das will das Spiel nicht. Nein, das ist ja auch gar nicht flugfähig. Das ist auch gigantisch. Wenn ich Ja. jetzt draufklicke. An interval error occurred. Please insert a short description in a prepared email. Quick and mail. Nein. Continue. Weitermachen. Okay. Da haben wir jetzt verpulvert den ganzen Gore. Für nix und wieder nix. Ja, wir haben die Teile ja wieder gekriegt. Gut, komm, wir fliegen zum Mond. Okay. Ey, warte, ich bin noch nicht drin. Ach so. Hundebox. Ich bin drin. Okay. Oh, ich guck auch schön nach vorne. Boah, wie geil das Ja. aussieht, ey, Guck mal, ist das da irre. vorne vielleicht der Mond? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Da sind mehrere Planeten bei mir, sehe ich gerade. Ja, oh.
sieht ja total irre aus. Oh, ich kann mich auch umgucken mit Alt. Meine Box ist ziemlich langweilig von innen. Ja. So, wir landen auf dem Gitternetz hier, ne? Ja, da wollten wir hin. So, ich sehe gerade im Server, dass wir Orbit. Jetzt sind wir Akku Orbit auf dem Server. Ja. Ich glaube, es ist der Mond. Da kannst du direkt drauf zusteuern. Ja. Hoppla, Entschuldigung. Mach ein Dale. Merk das. Oh, wie schön, ey. Also wirklich, als das Spiel damals erschienen ist, da habe ich gedacht, das wird nie was. Das wird nie was, habe ich mir gedacht. Ja, es war aber damals schon geil. Ja, sicher. Aber dass man jetzt echt... Guck mal, da hinten, hinter dem Planeten sind noch die anderen Planeten. Da kommst du ja ohne Warp-Antrieb gar nicht mehr hin. Dass sie das echt umgesetzt haben, ist fantastisch. Naja, haben sie ja immer gesagt. Und bald werden wahrscheinlich auch die Planeten größer. Ich habe mich schon gefragt, was denn jetzt überhaupt mit den neuen Planeten ist, die dazugekommen sind. Ob die irgendwie genauso gleich groß sind wie die anderen? Oder ob die vielleicht schon einen Tacken größer sind? Ja, der Mond ist ja schon ein bisschen kleiner jetzt. Ja. Und der sieht aber auch aus wie ein Mond. Wenn wir gleich drauf landen, werden wir das sehen. Der sieht echt krass Mond aus, ne? Also wie ein richtiger Mond. Mit nix, ne? Aber Ressourcen hat er. Ich würde mir noch wünschen, wenn die das Universum ein bisschen dunkler machen würden. Was ist jetzt los? Ja, es klingt mal, es wird auch noch... Oh, da unten, links ist was. Links? Nee, da will ich nicht hin. Ah. Das sieht böse aus. Okay. Da müssen wir direkt drauf zufliegen jetzt. Guck mal hier, die Mondoberfläche. Wie geil, ne? Guck mal, der Schatten. Raketendrohne, pass auf. Ja. Hier, der Planet ist, der Mond ist voller Drohnen. Wo ist er jetzt? Da ist das. Was wollen wir denn haben für ein Erz? Neodym. Da. Ich stand schon mal den Helm an, ne? Denk an den Helm. Ja. Ach, ich kann das nicht, wenn ich in der Außenperspektive bin. So. Das wollen wir haben. Ja. Lass uns das mal sagen. Boah, wie geil der Mond aussieht. Also er sieht wirklich mondig aus, ne? Was willst du sagen? Ja, wie ein Mond halt, ne? So, ich steche aus. Boah. Steig mal aus und guck dir mal die Erde an. Also unseren Planeten. Wie irre, ey. Die Erde. Ich kann mal nicht weggucken. Das sieht ja total cool aus. Boah, das wird ein Thumbnail vom Allerfeinsten. Ich bin gerade mal blicken, Schiff noch da mit reinkriege. Wie ich die Folge nennen wollte, weißt du? Fremdes Schiff oder ich glaube, ich habe einen neuen Namen jetzt gerade. Der Mond. So, jetzt wir müssen aber arbeiten. Das bringt ja alle nichts. Ja, genau, wir müssen arbeiten. Was ist das, der abgestürzte Hyperion? Ja, das ist ein Schiff, das abgestürzt ist. Die ist nicht überwacht oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Nein, da ist nichts. Ich hab ja so ein cooles Sniper. Ich auch. Doch, da sind Geschütztürme drauf. Geschütztürme, ja. Ich guck mal, ob die auf uns schießen. Glaub schon. Aber probier's ruhig aus. Die dürfte doch keinen Strom machen. Ich könnte die sogar, glaube ich, mit meinem Scharfschützengewehr erreichen. Nee, ruhig nicht. Ich näher mich mal vorsichtig. Ich werde sofort kehrt machen, wenn die auf mich ballern. Da ist eine Raketendrohne. Die bewegt sich ziemlich schnell auf uns zu. Ja, die bewegen sich in meine Richtung. Und schießt auf mich. Alter. Wow, 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 wow. Was geht ab? Ich bin noch gar nicht in der Reichweite mehr. Was ist denn? Ich sterb. Nein. Oh, die schießen auf mich jetzt. Oder? Alter. Die schießen auf unser Schiff. Wieso tun die das? Steig ein. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Bin ich? Nein. Es ist kaputt. Oh, das ist doch unfair. Boah. Nicht ernsthaft. Die hören noch nie auf, ne? Die geben voll Gas. Boah, jetzt reizt mich, ich attackiere euch. Ne, ich bin jetzt hingefallen. Wo ist meine Tasche? Scheiße. Alter, wo muss ich. Wie soll man jetzt was Neues craften? Weiß ich nicht. Oh
Gott, das war ist mal wieder so ein Fail. Scheiß Saftsäcke. Das Ding ballert aber auch durch. Das ist doch ja, unfair, ja. Ey. Oh, ich bin tot. Alter, ist das ein Fail. Das war wieder ein Mega-Fail. Das war wieder mal ein Mega-Fail. Ich renn einfach hin. Ich renn einfach zur Base. Da ist bestimmt was drin für uns. Au. Oh. Nagel noch dran bin. Kann nichts passieren. Wo ist mein Rucksack? Aua. Ich bin fast tot. Ich bin dran. Bitte. Ich bin fast tot. Wo bist du überhaupt? Ich bin schon wieder tot. Warte, also, du darfst nicht mehr sterben. Komm jetzt hier rein in diesen Haufen Scheiße. Hä? Wo bin ich? Also wie soll ich das denn? Was soll denn das? Ich weiß nicht, wie man die kaputt kriegt, diese scheiß Geschütztürme. Ich warum weiß hat doch das nicht mal, wo ich spawne hier. Warum hat das überhaupt noch Geschütztürme, das Ding? Und die kriegt man nicht kaputt. Ich habe nicht so viel Munition. Wo ist denn unser blödes Schiff jetzt? Dahin muss unser blödes Schiff sein. Wo? Nein, Raketendrohne! Warum ist noch eine Raketendrohne? Ich hab doch schon die Kacke am Dampfen hier. Scheiße. Lass mich bitte meinen scheiß Rucksack nehmen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hab eine Raketendrohne abgeschossen. Vielleicht hat sie ja was für mich. Nur Mist. Wo bin ich? Wo sind meine scheiß Rucksäcke? Wieso spawn ich denn immer auf dieser scheiß Seite? Oh, hier ist ein Loch. Das Ding ist voller Geschütztürme von innen. Das schaffen wir niemals. Ich hab alles, ich hab Medikits und den ganzen Quatsch mit, aber ich komme ja nicht an meinen Rucksack dran. Du musst hier irgendwie ablenken, das ist auch doof. Ach nee, war ich doch... Nein! War doch, glaube ich, richtig. Das Schiff ist voll mit... nee, wir müssen zu Hause spawnen. Kannst du nicht, du kannst einen Fresh Start machen. Was heißt Fresh Start? Du wirst das Spiel neu auf Akur in... Nein. Doch. Ja, was heißt, wenn ich jetzt da neu starte, dann ist mein alles weg? Ja, genau das heißt. Aber will ich nicht. Ich kann doch nicht auf dem Mond bleiben. Wir müssen irgendwie dieses dämliche Schiff erobern. Das geht nicht. Ich habe jetzt keine Waffen mehr. Gar nichts. Ich muss einfach nur meinen scheiß Rucksack dran kommen, Tim. Ja, meiner ist jetzt im Schiff drin. Voller Geschütze. Ja, aber ich habe Waffen bei mir. Ich habe mehrere Waffen. Ach du Scheiße. Wo sind die überhaupt? Wo sind meine Scheiße? Ich spawn direkt beim Gegner hier. Au. Meine Ausdauer ist weg. Au. Ich bin schon so gut wie tot wieder. Boah, die brauchen echt so eine dämliche Taste, damit man alles aus dem Rucksack rausnimmt. Das kann doch nicht sein, dass man erst auf diesen dämlichen Pfeil klicken muss. Ich habe keine Schnitte mehr. Oh, ich bin schon wieder gestorben. Boah, das ist eine peinliche Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, gucken, wie wir es weiter hinkriegen. Oh, Gottes Willen.